Herzlich willkommen auf Hemmes Alp TV. Ja, jetzt stehe ich hier auf der Brücke, wo der letzte Jochen mit dem Mario gestanden ist. Und ich schaue jetzt praktisch in Richtung Ulm. Und hier vorne, ich zoome mal rein, sieht man mittlerweile ein Bohrgerät und hier ist mittlerweile alles an Erdaushub weggeschafft worden oder muss noch weggeschafft werden, aber so wie es aussieht, sind sie hier fertig. Und hier drüben, wo die Autos abfahren, wo jetzt diese Autos abfahren hier, auch der LKW, davor wird noch ein Niederlager gebaut. Und da, wo die Kräne stehen, ich denke mal, dass da eine Stütze hinkommt, ein Brückenpfeiler hinkommt, weil die Brücke wird bis zu der anderen Brücke, wo über Neckar geht, gezogen, weil ja dort, wo die Bäume sind, ist ja ein See und den möchte man ja nach Möglichkeit erhalten. Und aus diesem Grunde wird hier eine Brücke bis zu dieser Neckarbrücke weitergezogen. So, das wäre jetzt mal hier das Erste. Und dann schaue ich jetzt mal auf die andere Seite. Also bis gleich. So, das letzte Mal stand die ja noch weiter oben. Ungefähr da, wo das Silo steht. Oder noch ein Stückchen weiter oben. Weil da war ein Schild. 500 Meter bis zur Ausfahrt Wendlingen. Ja. Und da hat sich eigentlich noch nicht so viel verändert gehabt. Ja, mittlerweile sieht man hier, dass sie schon relativ weit sind. Natürlich müssen sie hier auch noch auf das Niveau, was jetzt hinter uns ist, runter. Und ich schau mal, das, was man jetzt hier unten sieht, das ist schon das Niveau, wo sie brauchen. Also da müssen schon noch mal gut 3 Meter weg. Und wie gesagt, letztes Mal stand ich ein bisschen weiter oben. Und ich muss ehrlich sagen, diese Brücke habe ich gesucht. Habe sie auch nicht gefunden. Und jetzt dank Mario und Jochen habe ich die Brücke gefunden und kann euch heute mal von hier aus ein Video bringen, weil weiter oben fahre ich dann heute nicht hin. Ja, und ihr seht, es hat sich schon einiges getan. Hier wird man jetzt auch noch auf das Niveau runtergehen, denke ich mal. Und dann kann man mit dem Ganzen hier weitergehen. So. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein von hier aus. Weil ich habe ja noch ein bisschen was vor. Und aus diesem Grunde möchte ich mich bei euch mit diesen Bildern verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man jederzeit abonnieren. Lob, Kritik,
Anregungen und so weiter. Alles hier unten in den Kommentarfelder rein. Und hier rechts drüben ist ein Glöckchen. Wenn man das anklickt und auf alle geht, bekommt man immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das ist ja, wie ihr wisst, in letzter Zeit sehr häufig, was die Baustellen betrifft. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Video auf MSA-TV. Bleibt mir gewogen und was ganz wichtig ist, bitte bleibt gesund. Tschüss, euer Hemme.